Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit der Tibra. Grüß und euch. Und mir dem Anduin. Grüß euch. Ah ja, da drüben steht sie. Ja, jetzt sehe ich wieder was, wo der Regen weg ist. Jupp. Gut, wie weit ist denn die Mühle? Aha, da kommt jetzt schon dieser Stamm raus, wo dann einmal die genau. Windmühlen, also das Windmühlenrad dann dran ist. Ja, da stehe ich sie nicht so groß, das ist schön. Ja, der ist ja schon komplett demontiert und neu montiert. So, okay. Ja, und wir haben jetzt den Regen abgewartet. Gefühlte 100 Folgen lang hat es geregnet. Na, so schlimm ist es nicht, aber es einen Minecraft-Tag lang hat es jetzt geregnet. Und ich habe die Zeit genutzt, habe den Steg weg, also nicht ganz weggerissen, aber ich habe ihm die Breite genommen, ich habe ihn auf 3 breit geändert. Ich habe ein paar Lichtchen angebracht, damit man auch außen was sieht bei Nacht. So, den Weg da runter, bla 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 bla. So, da sind die Lichter. Ja, und das Pferd kommt hier irgendwie nicht weg. Ein bisschen schubsen. Na, ich lasse mal. So, dann geht's wieder rauf, 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 die Treppe rauf. Schauen wir mal kurz in Inventar. Ob ich noch was brauche. Aber ich denke, ich habe alles. Ich denke mal. Ja, ich brauche graue Wolle. Hilft nichts. Ich brauche graue Wolle. So, wir werden uns da jetzt ein paar Stiegen zusammenbasteln. Ich werde nämlich dann gleich wieder meine grauen Schafe besuchen. Diese Schafe. Ah ja. Schauen wir mal, ob es besser ausschauen würde, wenn wir da anstatt dem Halbblock da immer eine Stufe verkehrt dran setzen. Dann kann ich da nämlich geradewegs rausgehen. Ich bin ja so schwindelfrei. Das ist der richtige Job für mich. Wirklich. Ah, die Übersicht ist genial. Darf man nichts sagen. So, das nehmen wir auch gleich raus. Bist zufrieden mit dem Standort? Ja, schon. Sehr. Dann muss ich mir nur noch irgendwann überlegen, was ich mit dem Dach mache. Okay, du passt mir hier nicht recht. Das kann so nicht sein. Genau. Wo ist jetzt der Stamm? Hallo? Bin ich blind? Ah, da. Gelegentlich bin ich blind. Du weißt, Brille. So wie jetzt da geschaut. Ich wollte Hilfestellung leisten mit. Setz die Brille auf. Aber ich trage meine Brille, ja. Noch dazu habe ich so eine schöne weiße. Ach, das war ja schon die Stufe plötzlich. Ja, ist. So. So, den nehmen wir auch noch raus da. Runtergefallen, passt. So. So, den da noch. Weg. Bevor wir da absaufen. Es waren 11 Flügel. Einheiten lang, also Flügel. Achso. Ja. Das geht's da gerade in meinem wirren Kopf.
Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das Ganze außen angesetzt habe. Ja, schaut so aus. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir mal den Steg da. Wie gesagt, soll eher ein kleiner sein. Weil man sieht schon die Größe da von dem von unserer Wasserlacke. Ja, das bescheiden. Das ist eher eine Wasserlacke. Da das hast ist so du viel recht. Flusskähne. Ja, genau so. So, so wie man es beim Hobbit sieht. Genau. Also die großen Dreimaster werden da nicht anlegen in dem Hafen. Aber da gibt es auch die Zufahrt ja schon mal nicht. Wir haben da nur so einen kleinen Fluss, der sich da entlang zieht. Ich habe so Schiss, dass ich da runterfall. Aber ich glaube, für das passt es. Ich bin nämlich gut, nicht schwindelfrei. Next Step. Das Hafenkneppengebäude. Was wir da jetzt dazu setzen werden. So, dazu setzen wir es einmal da irgendwo unsere Werkbank wieder her. Ups. Schauen wir mal, wie weit das da noch vorgeht. Okay. Das heißt ja, wenn man sich duckt und weitergeht, kann man nicht runterfallen. Nur ich kann das Ducken und Weitergehen nicht mit einer Hand bewältigen. Es wird jetzt ein bisschen schwer. Bisschen nur. Eins, zwei, drei. Vier. Fehler. Ich schwitze schon. Ui, nichts passiert. Das hat sich noch Sturz angehört. Nein, kontrollierter Sturz. Kontrollierter Sturz. Ja, ja. Bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Oder reicht es nicht mehr hin? Nö. Dass da genau mittig reingeht. Sieben. Genau. Und wie komme ich da jetzt hin? Wurscht. Jo. Das heißt, der erste ist da. So, dann da. Ja, ich werde jetzt da mal grob ein Gerüst aufbauen. Ungefähr wie unser Gebäude von den Außenmaßen her sein wird. So, ich glaube, ich lasse mich fallen. Na, geht auch noch. Eins, zwei, drei, vier. Nix. Ich glaube, das passt da schon einmal. Dann haben wir da 5G. Ui. 7. Ich
probieren, wie das ist. Da das dran setzen. So. In der letzten Folge haben wir kurz über PD gesprochen. Ah ja. Was mir gerade einfällt, was noch Neues gibt zu Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, ist der erste DLC gekommen. Ja, stimmt. Drei. Ich bin so konzentriert. Der schon wieder für eine Menge Diskussion sorgt. Oh, okay. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, weil die Community teilweise zu Recht sagt, dass der DLC nicht ganz halt der Stimmung entspricht vom Hauptgame. Mhm. Weil es eher so, ja, so wie bei, also wir haben das nicht gespielt, Grand Theft Auto, GTA 5 oder GTA Online. Nein. Ja, da geht es halt so um typische Fast and the Furious Action. Okay. Und das dürften sie da bei dem DLC ja mit reingenommen haben. Wir selbst haben es noch nicht einmal angezeigt. Im DLC, weil wir noch immer mit dem Hauptspiel beschäftigt sind. Werden sie ihn vielleicht dazwischen mal kurz anschauen, können noch nichts sagen. Ja, da gibt es gerade die mächtigen Diskussionen. Haben sie jetzt Monster Trucks eingeführt. Okay. So. Aber es ist, der DLC ist nicht in der normalen Hauptwelt. Okay. Also, ist auf ganz einer eigenen Map. Ich kümmere mich jetzt mal um graue Wolle, weil ich glaube, ohne die hat es keinen Sinn weiterzumachen. Ah, Steinziegel bitte mitnehmen. Ja, da bin ich gespannt. So, meine Schäfchen. Seid ihr auch alle schön grau? Nein. Natürlich nicht. So, muss ich gleich mal füttern. Ah ja, da habe ich es ja. So, dann schmeißen wir den Wetzen da mal da rein. Ah, und da habe ich gerade gesehen, Flints habe ich auch drinnen. Da nimmt immer so viel Zeug auf. Meine Schäfchen. Dann ich glaube, den Sand und den Kies kann ich auch schon loswerden wieder. Vermehre euch am besten zuerst. So, und was kommt raus? Ja, bei Grau und Weiß kommt Grau raus. Das macht Sinn. Da war doch noch ein Graues. Das ist per Nacht. Ah ja, da hinten. So, die weißen Lämmer schlachte ich mal. Oh, das Osterlamm. Ist schon vorbei. Kommt zur Schlachtbank. Ja, das, das ist... Das Osterlamm. Blöd. Nicht meckern. Noch mehr graue. So, du bist auch noch zu weiß. Bist du grau? Gut. Es scheint grau zu sein. Wolle und grau. Sehr schön. Dann du bist weiß. Von dem Steinziegel einige Treppen. So, das kann jetzt natürlich dauern. Es dauert. Was denn? Ja, jetzt habe ich ja kaum Schafe.
Dafür werden sie alle grau sein. Schön fressi fressi, damit das Fell wieder wächst und damit ihr groß werdet. Ah, bitte. So, Schere her. Bis ich die Segel benannt habe, ist es. Ja, dich kann ich noch nicht scheren. Bist zu klein. Also was werde ich brauchen, wenn das 11 Einheiten lang ist? Mal überlegen. Werde sicher pro Segel 50 Blöcke brauchen. Vollblöcke, oder? Pro Segel. Okay. Ja, die kannst du dann so nach und nach aufbauen. Ja, dann schaue ich mal zu Anwin, was ihr so macht. So. Aber wenn alles schön beleuchtet ist, ist es schon sehr stimmig. Jetzt ja, stimmt. Jetzt ist hell. Ach so. Na, kein Problem. Du hast gemeint, die künstliche Beleuchtung. Ja. Okay. Ich habe mich gerade geärgert, dass man da nichts sieht. Gut. Dachte ich, stell mal schnell um. Wo ist denn der Anduin? Ah, da unten. An der Baustelle. Immer brav am Werkeln. Ich glaube, ich werde da mal das ganze Gras wegnehmen, oder? Wo? Na, da, hinter dem, der Mauer. Ach so. Ja. Ja. Das werden wir da. Wobei das wird eben nur da so ein Eingang in dieses Gasthaus. Ja. Auf der Seite. Und dann ein schmaler Treppenaufgang. Und da oben, wo du jetzt bist, kommt dann praktisch erst das richtige Niveau. Also, dass man da so quasi durch den Keller des Gasthauses irgendwie reinkommt. Sehr interessant. Na gut, was dann? Nix. Was denn? Nix. Ich räum da trotzdem das Gras weg. Ja, komm mal. Alles, was innerhalb der Mauern ist, dass ich eine Beschäftigung habe. Meine Schafe grau, wie wir sind. So, wie gefällt uns das? Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Und nachdem es der Keller ist. Machen wir zwei hohe Fenster oder nur eins? Naja, das ist ja der Keller da. Ja, aber du kannst das ja noch immer auf 1 reduzieren, oder? Naja, es sollte dann schon mit dem gesamten Raum. Autsch. Das ist das Überlager oder so wie drüben die Treppen. Was habe ich eigentlich drüben für ihre Überlager genommen? Holzstämme? Naja, das schaut da eher wie die Treppen aus, so wie ich es sonst da immer mache. Mal rüberlaufen. Ja, bei den Fenstern sind es die Treppen. Ah, die meinst du? Okay, ja. Und was habe ich da bei der Tür genommen? Auch. Nur bei den größeren Sachen waren es dann richtige Holzstämme, okay. Gut, weil wir wollen ja den Stil halbwegs beibehalten. So, ich schau wieder mal zu den Schafen. Ob sie sich schon scheren lassen.
Ja. Und sie sind alle groß geworden. Ja, brav. Nein, da ist noch ein kleines. Bist du weiß? Hallo? Das habe ich aber nicht erlaubt. Weiß das nicht? Nein. Achso, ja, Blödsinn, du packst du die Krone. Weg. So. So. Das haben wir wieder raus da. Und schön fressi fressi. Wenn du jetzt merkst, also aufgrund ja, von Platzmangel. Wir sind schon wieder fertig mit der Folge. Ach. Ja, es war mal wieder viel zu kurz. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist, dass er Hausmauer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man sieht schon ungefähr, wie das Gebäude entstehen wird, wie es ausschauen wird. Und ich suche jetzt gerade verzweifelt die Tibra. Ich stehe im Gehege der Schafe. Okay. Ja. Ja, und dann schließen wir mit einem kleinen Rundumblick hier auf unser wachsendes Dorf. Ja. mit zwei, drei Viertel Gebäude. Ja, es wächst. Es war schon mal weniger. Und würden uns freuen, wenn es wieder auftritt bei Minecraft Live in the Woods mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, happy gaming. Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt muss ich das da aufmachen.